Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und es ist geisteskrank letztes Mal bei euch angekommen, als wir mit einem fliegenden Auto die Polizei getrollt haben, Leute. Und ich habe eine Information bekommen, die könnt ihr euch nicht glauben, Leute. Die haben nämlich heute ein Wasserauto in GTA reingebracht, Leute. Einfach hier in unsere Stadt ein Fahrzeug, was auf Wasser schwimmen kann oder beziehungsweise abtauchen kann wie so ein U-Boot, Leute. Ich weiß es nicht, was da passiert, aber wir versuchen da hinzukommen. Wir wollen raus finden, was das für ein Auto ist, wie wir es bekommen können und vielleicht auch wieder die Polizei trollen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, Leute. Deswegen lasst ein dickes Däumchen da, abonniert unbedingt den Kanal, aktiviert die Glocke und ja, wir sind hier beim Auto Exotic Fixing Station, Leute. Das ist hier, seht ihr schon hier. Wir versuchen reinzukommen. Ich weiß nicht, ich glaube, da vorne ist auch schon das Auto, aber da steht irgendein Typ mit einer Liste. Nicht, dass wir guten Tag, ich bin hier wegen der Versammlung für das Autos, ja. Jeder andere auch, ne? Ja. So, Name? Russik? Warte. Ja. Russik, nope, steht nicht drauf. Ja, okay, ich hab vergessen, mich auf die Liste zu machen. Gibt's eine Abendkasse? Kann ich noch ein Ticket kaufen? Vielleicht so eine Abendkasse? Wir wissen doch schon. Oh mein Gott, Abendkasse, ja, wenn ich dein Gerede schon höre, dann wirst du nie eine Einladung kriegen. Achso, man. Eine Einladung? Das ist ein ausgewählter Kreis an Menschen, ja. Und nur Multimilliardäre sind hier. Ja, ja, hören Sie dazu. Wir können das auch anders regeln. Ich habe hier 100 Dollar. Ich könnte sie noch in die Tasche reinstecken und Sie haben nichts gesehen. Junge, guck, dass du Land gewinnst. Weg. Alter, da lässt mich einfach nicht rein, Leute. Aber ich glaube, da vorne ist das Auto. Vielleicht versuchen wir gleich, wenn er nicht guckt, hier irgendwie nach hinten durchzulaufen. Wir versuchen einfach mal hier hinten, das sind auch die Toiletten oder so, einfach mal hier durchzukommen. Oh Gott, da kommt gerade. Ich wollte nur hier aufs Klo gehen, darf man nicht? Sprech ich Chinesisch oder was? Ja, alles gut, ich wollte hier nur aufs Dixie-Klo. Los, hier runter von dem Anwesen, ja. Alles klar, ganz ruhig bleiben. Ich hab ein Problem. Unter meiner Aufsicht wird hier nichts geklaut, weg. Ja, alles klar. Okay, Leute, wir haben den ausgenockt. War vielleicht jetzt nicht so schlau. Egal, ich bring den jetzt kurz in den Busch, Leute, damit es keiner bemerkt. Der wollte mich einfach nicht reinlassen, aber ich gehe sicherheitshalber nicht durch die Eingangstür rein, sondern wir versuchen hier uns durchzuschleichen. So, hier rein, ganz undercover. Und jetzt haben wir den Blick aufs Auto, Leute. Okay, mal gucken, was sie da reden, Leute. Alter, Leute, da ist es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen einen Wunder versprochen, ja? Wir haben abgeliefert. Dieses Auto schafft es nicht nur, ja, Oldschool Schönheit wiederherzubringen, meine lieben verehrten Leute. Oh, wie viele sondern Leute da sind. Auch die Speed. Hey, wir müssen irgendwie an das Auto rankommen, Leute. Nicht nur das haben wir geschafft, ja, sondern zum allerersten Mal schaffen wir es, Boote aussterben zu lassen. Dieses Fahrzeug kann nicht nur auf Land fahren, sondern auch noch auf Wasser. Oha, richtig. Warte. Entschuldigung! Security-Team, check. Hat jemand Jeffrey gesehen? Hat jemand Jeffrey vom Eingang gesehen? Check. Bitte an den Funk benutzen, ich bin gerade in der Vorstellung, ja? Oh Gott, da kommt ein Security-Mann, Leute. Oh, wir müssen aufpassen. Security-Mann ist weg. Wir müssen abbrechen. Ach, das können wir wegbringen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, leider müssen wir... Warten Sie ganz kurz, ich habe eine Frage. Ja, behalten Sie bitte Ihre Klappe. Die Veranstaltung ist vorbei. Los, sofort evakuieren. Wir müssen weiter. Alle Bestellungen, ja, in der Einladungskarte, die Sie bekommen haben, steht ein Code drin, womit Sie dieses Auto bestellen können. Check, Auto wird evakuiert. Check. So, alles hier räumen, so. Alter, die... Okay, Leute, wir müssen hier raus. Wir werden das Auto mit dem Audi RS Q8 evakuieren. Check. Alter, die evakuieren einfach, Leute. Ich dachte, ich kann jetzt das Auto gleich klauen während der Vorstellung. Aber die haben gemerkt, dass ein Security-Mann gefehlt hat. Okay, wir fahren den hinterher, Leute. Oh. Okay, ich will unbedingt dieses Auto. Der hat auch irgendwas von Codes und Vorbestellen geredet. Aber wir versuchen gleich, das Auto zu bekommen, Leute. Wir haben Gott sei Dank Waffen dabei. Okay, Freunde, wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht als erstes... Oh, die parken hier oder so. Was machen die denn jetzt? Die tanken? Nein. Die tanken nicht. Nein, sag mir nicht, die wollen das Auto wegschwimmen lassen. Verdammt. Okay, ich muss jetzt den Audi abschießen, so langsam. Auf die Reifen oder so. Oh nein. Die entkommen. Die fahren hier komplett wilde Wege, Leute. Wie soll ich die denn aufhalten? Warte, hier, so. Vielleicht die Reifen wegklatschen von dem. Check, wir stehen unter Beschuss. So,
weg mit dem, weg mit dem. Okay, die schießen zurück, Leute. Verdammt, die schießen ordentlich zurück. Okay, Freunde, nein, das Auto. Wasserauto sofort evakuieren. Nein. Das ist weg. Es ist einfach weg. Okay, wir müssen den Security ausschalten. Okay. Okay, wir verstecken uns erstmal, Leute. Okay. Komm her, zeig dich! Ja, wir sofort unterstützen. Okay, Leute, wir müssen den. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir ihn anders eliminieren, Freunde. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, da kommt, glaube ich, die Unter. Ah, nein, da kommt irgendein Mitarbeiter oder Bauarbeiter, ich weiß es nicht. Aber wir versuchen, den so aufzuhalten. Okay, das war. Oh mein Gott, er hat Granaten im Einsatz. Weiterwerfen, Leute, weiterwerfen die Granaten. So, das ist richtig. Und jetzt müssen wir langsam da genug sein. Ja! Okay, Leute, wir haben ihn in die Luft gejagt, glaube ich. Ist da hinten noch einer? Ich weiß es nicht, Leute. Sieht auf jeden Fall clean aus. Es ist nicht so viel übrig von ihm geblieben und von dem Auto. Oh, verdammt. Aber warte mal, ich glaube, hier unten ist ein Funkgerät oder so. Vielleicht können wir... Check. Ziel eliminiert. Sehr gut, check. Check. Brauche Standort vom Fahrzeug, check. Das Fahrzeug wird in einem extremen Sicherheitsbunker verwahrt. Check. Koordinaten? Begeben Sie sich sofort zur Unterstützung. Koordinaten werden auf Ihr Funkgerät geschickt. Check. Okay, Leute, wir haben irgendwelche Koordinaten auf unser Funkgerät geschickt bekommen, Leute. Wir haben das Auto leider nicht erwischen können, aber ihr habt gesehen, das Auto ist einfach im Wasser verschwunden. Es muss auf dem Wasser geschwommen sein, unterm Wasser, egal wo, Leute. Es ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und wir müssen jetzt zu den Koordinaten und ich hoffe, dass wir es noch bekommen, bevor es komplett verschwindet aus der Stadt. Let's go. Okay, Leute, das Problem ist, ich sehe natürlich nicht aus wie einer von denen, Leute, aber ich bin jetzt zu den Koordinaten gefahren. Wir sind hier irgendwo im Hafen und ich glaube, die wollen das Auto auf dieses riesige Schiff transportieren. Wir müssen aber... Okay, da vorne steht ein Security... Da vorne auf dem Dach läuft gerade jemand. Okay, hier wieder ein Security. Da vor der Garage steht wieder ein Security mit Waffen. Ich hörte schon ein Auto, ich werde drauf schießen. Oh, was? Warum schießt du mich ab? Oha! Habt ihr das gesehen? Nur weil ich in die Nähe kam, haben die mich gerade abgeschossen. Verdammte Axt, Leute. Okay, ich glaube, es wird nicht so einfach sein. Wir müssen auf dem Dach aufpassen, Freunde. Wir sneaken uns hier jetzt erstmal durch. Okay, da fährt wieder ein LKW und der schießt ihn direkt ab. System aktiviert. Alter, die schießen wirklich auf alles, was hier durchfährt. Warte, ich versuche jetzt mal einen von denen zu eliminieren. Bam. Okay, einer ist weg. Ich weiß nicht, ob die es mitbekommen haben, Freunde. Okay, da stehen noch welche am LKW. Dann, was sagt ihr jetzt dazu, wenn eure Männer fallen beim LKW, hä? Okay, wir haben noch das Funk. Warte, wir geben denen falsche Anweisungen. Ein paar Männer von uns sind nicht mehr kontaktierbar. Check. Check mitbekommen, eliminiert, wir haben irgendwo einen Gegner hier. Ich bin allein. Alarmbereitschaft. Ich werde aufs Dach gehen, ich werde das Dach abchecken. Bleib weiter auf Dach, ist wichtig. Check. Okay, Leute, wir müssen durch Fake Calls vielleicht irgendwie ablenken. Es ist. Oh, da klettert wieder einer aufs Dach. Da sind zwei auf dem Dach. Zwei auf dem Dach, Leute. Okay. Warte, wir versuchen hier rüber zu laufen. Bitte sieht er mich nicht. Oh Gott, das schießt da komplett, die lasten komplett aus, Freunde. Check, ist Fahrzeug noch in Sicherheit auf Position? Fahrzeug noch in Sicherheit, Abholung ist in 5 Minuten da. Check. Okay, die wollen es abholen in 5 Minuten, Leute, wir müssen aufpassen. Wir sneaken uns jetzt hier vorbei. Okay, da sieht, der auf dem Dach, da steht nicht, dass er uns sieht. Oh, okay. Alter, wie soll ich da durchkommen, Freunde? Okay, und da hat einer direkt einen Blick auf mich. Und weg. Schöne Rolle und schön weggeklatscht, Leute. So, ich weiß nicht, wo das Auto ist. Das ist halt das Problem. Vielleicht muss ich zu denen aufs Dach klettern, Freunde. So, wir versuchen das mal, Leute. Ganz vorsichtig aufs Dach zu klettern. Sobald... Okay, der ist gerade weggedreht. Der ist auch gerade weggedreht. Okay, das wird hart. Okay, und... Weg mit dir! Okay, Leute, wir müssen einen zum Sprechen bringen. Warte, wir müssen die Kommunikation... Hat er mich gesehen, Leute? Ich weiß es nicht. Der geht zu seinem Mann bestimmt. Du, Hände hoch! Hey! Hände hoch! Was für Hände hoch? Guck mal, was für ein Ding ich habe an der Hand mit einer kleinen Pistole, hä? Alles gut, pass lieber auf, dass ich nicht sofort schieße. Sag mir jetzt, wo das Auto ist oder du wirst sterben. Oder ich gebe dir eine Chance, du darfst abhauen und dafür stirbst du nicht. Okay, alles gut. Ja, dann verschwinde. Okay, Leute, der wollte schießen, aber wir haben keine Informationen über das Auto bekommen, Freunde. Okay, Leute, oder die kriegen Verstärkung check, oder so. Wir bringen Fahrzeuge in die Sicherheit. Check. Oh Gott, die kriegen Verstärkung, wir müssen die abknallen. Boah, die rasten komplett aus, Freunde.
Okay, 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 okay. Oh, hier ist noch einer. Guck, ob die Garage sicher ist. Guck, ob die Garage sicher ist. Ja, ja, Fahrzeug wird evakuiert. Ich glaube, das Fahrzeug. Warte, was? Nein, nein, nein. Oh, oh. Nein, die wollen das Fahrzeug wegbringen. Verdammt, verdammt, bleib still. Nein, 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 nein. Okay, der ist gecrashed. Und abdrehen, unten weg mit dem. Und weg mit dem. Warte, wir müssen ihn zum Crashen bringen. Die Reifen irgendwie. Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, Leute. Der fährt ganz komisch. Okay, Leute, nein, nein, nein. Ich habe ihn, glaube ich, wirklich noch einen Reifen getroffen. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich es erwischt habe oder nicht, Leute. Wir müssen hier jetzt hinterher. Wo ist er denn jetzt hin, Freunde? Oh Gott, weit konnte er nicht gekommen sein. Aber, doch, hier vorne. Er ist hier versteckt, glaube ich. Habe ich ihn getroffen, Leute? Der liegt hier einfach am Boden. Ich glaube, ich habe ihn erwischt, als er gefahren ist. Okay. Bleib liegen. Okay, bleib lieber liegen, Leute. Wir schnappen uns das Fahrzeug und fahren es jetzt erstmal in Sicherheit. Wir haben es ein bisschen kaputt gemacht. Die Reifen sind komplett platt, Freunde. Aber wir haben das Fahrzeug, Leute. Wir fahren jetzt kurz rüber zur Werkstatt und werden es reparieren. Let's go. Okay, Leute, wir fahren jetzt rüber hier zu Amir. Wir werden das Auto kurz reparieren, weil, ja, das mit zwei Reifen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es schwimmt, wie das Ganze funktioniert, Freunde. Wir wissen aber, dass es schwimmen kann und es sollte auf jeden Fall das richtige Fahrzeug sein. Aber wir müssen es auf jeden Fall jetzt erstmal reparieren. So, okay, wir könnten es auch natürlich jetzt noch tunen, aber ich sag euch ehrlich, hauptsächlich geht es mir erst ums Reparieren, dass wir die Reifen hier vorne erstmal so schön wieder hinbekommen. Mit neuen Felgen drauf. So, zack. Und jetzt reparieren wir das Ganze. So, Leute, das Fahrzeug ist repariert. Die Reifen, ich habe neue Reifen drauf gemacht. Sehen auch ein bisschen cool aus, muss man sagen. Schöne Felgen, die Reifen neu drauf. Wir haben auf jeden Fall jetzt unser Fahrzeug fertig, Freunde. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall rausfinden, ja, wie das Ganze funktioniert und vielleicht jetzt mal wieder zu unserem Klassiker kommen, die Polizei damit rollen, Leute. Wir werden ein paar Polizisten hops nehmen, denn wir wissen, die werden uns niemals bekommen. Let's go. So, Leute, jetzt machen wir den Moment der Wahrheit. Wir versuchen jetzt mit dem Auto zu schwimmen. Wir fahren hier kurz zum Strand und versuchen hier einfach hin und hier so ein Knopf, Leute. Ich weiß nicht. Okay, wir schwimmen, Freunde. Das ist auf jeden Fall ein schwimmendes Fahrzeug. Wir können sogar tauchen und so. Guck mal, die Reifen sind eingefahren und wir können einfach jetzt schwimmen. Okay, auch auf der Oberfläche? Ja, das sollte auch gehen, glaube ich, oder? Das können wir mal hochtauchen, Freunde. So, ja, das geht hier auch. Okay, geil. Okay, also das heißt, wir können einfach, wenn die Polizei hart auf hart kommt, abtauchen, Freunde. Das ist es, Leute. Wir werden jetzt ein paar Polizisten suchen, die provozieren und dann machen wir das Ganze. Let's go. So, Leute, das ist ziemlich krass. Wir haben dieses schwimmende Fahrzeug und wir werden die Polizisten damit so hops rollen, Leute. Wir haben damals mit fliegenden Autos, wir müssen aber jetzt erstmal Polizisten finden, Freunde. Und ich glaube sogar, das hat noch ein, ja, wie soll ich sagen, eine Waffe, Leute. Weil, wenn wir hier gucken, das Auto hat ein eingebautes Maschinengewehr. Wir wollen hier, warte mal, da vorne sind ein paar Polizisten. Warte, ich tue die jetzt ein bisschen provozieren. Oh. Was mit Ihnen los? Hier ist doch kein Parkplatz, ja? Oh Gott, guck mal, was ich. Was machen Sie da? Hallo? Lass mich nicht mal überprüfen gehen. Okay, Leute, wir haben ich vielleicht ein bisschen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel getrollt. Grüne Fahrzeug, bitte einmal rechts ranfahren, ja? So, wir fahren auch gleich ziemlich rechts ran, Leute. Oh. Rechts ranfahren. Okay, das soll vielleicht jetzt ein bisschen. Bleiben Sie schon verstehen! Okay, wir fahren jetzt rechts ran, Leute. Wir fahren jetzt rechts ran, als wäre nichts. So. Wir werden das Feuer eröffnen, wenn die nicht stehen bleiben. So, aussteigen! Aussteigen, sofort! Ich hab noch gar nichts gemacht, Officer! Los, mit erhobenen Händen raus! Los, Fahrzeug ausschalten! Ich kann das Fahrzeug hier nicht verlassen gerade. Sind Sie komplett das Schweinchen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nur einen kleinen Drift gemacht beim Taco-Laden. Ein Drift ist schnell umgefahren. Ja, okay, ich steig aus. Wir werden hier Fahrzeug lahmlegen, wenn Sie nicht aussteigen. Ja gut, ich steig jetzt aus. Sind Sie bereit? Yeah. Okay, Leute, wir fahren jetzt los. Yeah. Okay, jetzt werden wir so check, tun. Grünes Auto auf der Flucht, check. Okay, wir werden so tun, als wäre hier so eine Sackgasse, Freunde. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Oh, wir haben uns festgefahren im Wasser. So, jetzt werden die kommen. Jetzt müssen wir warten, Leute. Die werden ein Auge machen, das glaube ich. Es gibt keinen Ausweg. Oh mein Gott, nein, sie haben mich erwischt. Sie werden schießen. Verdammt, sie haben mich erwischt. Steigen Sie aus. Ich kann nicht hier. Wenn Sie ein Stück weiter rechts schießen, ich habe die komplette das Wasser, Reifen das, hier. Das Auto ist im Wasser. Du hast den Macken Reifen kaputt. Oh, guck, wir machen meine Reifen kaputt, Leute. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Oh Gott, oh meine Reifen, nein. Sind Sie verrückt? Sie werden ertrinken! Rauskommen! Sind Sie verrückt? Das Wasser, Auto ist voller Wasser!
Okay, Leute, die Reifen sind eingefahren. Die Reifen. Wo sind die Reifen hin? Hey! Hey! Wir fahren einfach, Leute. Wir fahren einfach weg. Die schießen uns ab, aber die können gerade gar nichts machen. Wir benötigen bitte am Spurt 3478 Meeresunterstützung. Danke. Okay, Leute, die suchen nach Meeresunterstützung. Aber was wollen die denn machen, wenn wir hier einfach abtauchen gleich? Okay, wir sind auf jeden Fall in Sicherheit erstmal. Da vorne ist ein Polizeiboot. Da vorne ist ein Polizeiboot. Die trollen auch die, Leute. Okay, Leute, wir fahren gerade hier auf dem Wasser. Das Ding kann einfach auf Wasser fahren. Ganz komisch, warte. Gesichtet. Oh mein Gott, nein, bitte nicht schießen. Stoppen Sie. Ich ergebe mich. Oh Gott, guck mal, was wir mit dem machen können. Oh, hab ich sie... Ich hab sie einfach ins Wasser geschubst. Wir können nichts machen. Okay, bleib warte. Bleib am Abstand, wir knallen den okay, ab. Okay, wir fahren jetzt hier kurz ran, Leute. Hey, der fällt wieder auf Land. Oh Gott. Hey, was ist das denn? Warte. Wir brauchen wieder Landunterstützung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich glaube, denen geht's gar nicht mehr gut, Leute. Das Fahrzeug hat einfach Raketen und alles drum und dran. Wie cool ist das denn? Hey, Leute, guck mal, die haben gerade, die suchen, die patrouillieren hier komplett nach mir. Ich habe die einen in die Luft gejagt. Jetzt fährt hier gerade einer rum. Und wisst ihr, was das Fahrzeug noch hat, Freunde? Wir schwimmen dem mal hinterher. Das hat einfach Torpedos, Freunde. Das heißt, ich kann unter Wasser gleich das Boot einmal abschießen. Mal gucken, ob wir es treffen oder so. Okay, ich sehe das hier gerade nicht so gut. Das Wasser ist halt ziemlich dreckig, Freunde. Aber vielleicht treffen wir den mit den Torpedos. Warte, ich glaube, das Boot ist genau über uns. Okay, Leute, da vorne fahren die. Wir müssen einfach nur die Torpedos richtig timen. Und ich weiß nicht, ob ich dich treffe. Oh. Oh Gott, oh Gott. Das andere Boot, habt ihr gesehen? Ich habe das eine Boot gesprengt und da bin ich untergegangen wie ein Hai. Und das andere Boot ist an mir vorbeigeschwommen. Ey, Leute, die haben ja einfach keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Weil wir müssen die so produzieren, wir müssen es schaffen. Vielleicht gucken, ob das Auto es sogar schafft, gegen 5 Sterne wegzukommen, Freunde. Das wäre auch geisteskrank. Aber guck mal, da vorne fährt noch einer. Warte mal. Die patrouillieren einfach komplett nach mir. Die haben einfach noch nicht aufgegeben. Aber ich werde jetzt denen ein bisschen hier helfen. Bei der... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Leute, wir müssen die irgendwie in den Visier nehmen. Oh Gott, nein, das klappt nicht so gut. So, Leute, kann ich die ins Visier mal nehmen? Nee, das ist irgendwie nicht so einfach. Oh Gott, dass ich es nicht mitbekommen habe, Leute. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal entkommen. Wir müssen jetzt etwas geisteskrank machen, damit die auf jeden Fall aufmerksam werden. Wir fahren jetzt zum Polizeirevier und werden die einfach hochsprengen mit den Torpedos, Leute. Und dann wird das Ganze geisteskrank. So, Leute, wir sind jetzt hier beim Polizeirevier. Wir werden jetzt 5 Sterne provozieren. Wir werden mit diesem Auto hier hinfahren. Dann jetzt kurz die Raketen laden, Leute. 3, 2, 1, let's go. Boop, boop, boop. Boom, boom. Boah, Leute, wir haben alles in die Luft. Wow! Was war das denn? Was ist das denn, Leute? Was bleiben ist Sie stehen. Das ist irgendein schwarzer Lamborghini oder so. Okay, die haben wirklich so an der Kommandos geholt, Leute. Dann mal gucken, was wollen die machen, wenn wir jetzt plötzlich ein Maschinengewehr haben. Na, ihr. Na, bam, 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 bam. In die Luft gejagt, Alter. Okay, Leute, wir haben vielleicht ein paar Polizisten jetzt wütend gemacht. Wir haben auf jeden Fall unser Wasserfahrzeug. Aber wir müssen noch mal ausrüsten, dass wir auch ein krasses Kampffahrzeug haben. Und zwar hier die Rakete in dich. Okay, Leute, wir haben den in die Luft gejagt. Bleiben Sie stehen, Sie haben keine Chance zu entkommen. Oh, das denkt ihr, Leute. Wir werden die erstmal provozieren. Wir werden die richtig hier provozieren. Hier, Autobahn ist vielleicht den ihr Gebiet. Hier, weg mit euch. Okay. Okay, schön weg, Leute, schön weg. Wie cool wäre das eigentlich? Oh, da vorne ist noch ein Polizeiauto. Weg direkt bleiben mit dem. Sie bitte stehen. Okay, schön weggesprengt. Auf keinen Fall werde ich mich ergeben, Leute. Okay, vielleicht denken die, dass sie eine Chance haben gerade, aber wie soll die wohl... Boah. Dann okay. Werden wir das Sondereinsatzkommando rausholen. Was? Ja, sie wollten es nicht anders. Oh nein, 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 nein. Oh! Das war knapp, Leute. Das war knapp. Was für ein Sondereinsatzkommando. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall, wenn es eng wird, wow, auf den Weg machen. Oh Gott. Wir sind hinter Ihnen. Geben Sie auf. Okay, was ist das denn? Auto ist unzerstörbar. Unzerstörbares Auto? Niemals, Leute. Niemals. Kann ich bleiben. Wow! Okay. Der denkt, das ist unzerstörbar. Hier. Bam. Bam. Hä? Ergeben Sie sich. Okay, ich habe den irgendwie outplayed, aber ich habe gerade 3 Raketen in ihn geschossen, Leute. Er hat nicht mal reagiert. Okay, aus dem Weg, Leute. Aus dem Weg. Ihr müsst Platz frei machen. Okay, nice, nice, nice. Dadurch, dass wir die LKWs hier abgeschossen haben, haben die uns Platz frei gemacht. Und weg mit dir. Okay, und wir... Oh, wow. Okay, 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 okay. Wir müssen dringend zum... Okay. Es wird zu viel, Leute. Wir müssen zum Wasser.
Die haben wirklich irgendwelche SWAT-Fahrzeuge geholt, die komplett unzerstörbar sind. Aber dafür können wir die wegrahmen, Leute. Bam. Wir versuchen, den nochmal in die Luft zu jagen. Guck mal. Und... Okay, also der ist... Der ist nicht zerstörbar. Verdammt, Leute, die haben einen Reifen von mir platt gemacht. Das ist auf jeden Fall ein gewaltiges Problem. Die haben einen Reifen von uns platt. Okay, Leute, also entweder kommen wir jetzt langsam zum Wasser oder wir werden es nicht überleben, Freunde. Ich sage euch ehrlich, wir werden es vielleicht nicht überleben. Aber den Heli werde ich holen. Okay, Leute, wir müssen dringend zum Wasser, weil beim Wasser werden wir unsere Reifen nicht brauchen. Das heißt, wir können dort einfach ganz entspannt abtauchen, Leute. Weil die haben es einfach geschafft, meine Reifen bis jetzt kaputt zu machen. Okay, wir haben es bis jetzt hierhin geschafft, Freunde. Und weg mit dir. Okay, wir müssen raus hier. Okay, die verfolgen mich extremst, Leute. Ich habe absolut keine Chance mehr. Wenn die noch mehr Reifen von uns kaputt machen, ist Feierabend. Oh Gott. Okay, wir kommen zum Wasser. Okay, ich glaube, mit dem Auto entkommt man wirklich allen Sternen. Weil wir sind inzwischen, die müssen mit U-Booten kommen, um uns zu bekommen, Freunde. Aber wenn ich jetzt hier bleibe, guck mal, da oben ist ein Hai. Okay, ein Orca, das ist leider keine Polizei. So, wieder ein Orca. Wir verstecken uns in so einer Orca-Höhle hier. Okay, ich glaube, hier sind wir sicher, Leute. So, Leute, die Sterne sind einfach verschwunden. Wir haben es geschafft, mit dem Unterwasserfahrzeug zu entkommen, Freunde. Und deswegen auf jeden Fall die Theorie stimmt, Leute. Wir haben mit dem fliegenden Auto, mit dem wasserschwimmenden Fahrzeug die Polizei wegbekommen, Leute. Habt ihr noch eine Idee, was für ein Fahrzeug da irgendwie den Polizisten entkommen kann, womit die ihn trollen können? Vielleicht mit dem unzerstörbaren Fahrzeug, mit einem Fahrzeug mit super vielen Waffen? Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, lasst es mich wissen, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.